Als Weinliebhaber hört man oft, der Wein ist im Berghaus gebaut. Aber was bedeutet das überhaupt? Wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen, sind ganz am Anfang die Weine in Lederbeutel, in Tongefäß und dann aber schon gleich im Holz gelagert worden und auch transportiert. Wir unterscheiden beim Holzfass zwischen dem normalen Fass und einem Barrique. Ein Wein, den man ins normale Holzfass sieht, der nimmt ein bisschen die Aromatik vom Holz. Er kann schnaufen und durch das gibt es eine schöne Reife, nachher wird er abgefüllt. Ganz anders ist der Ausbau im Barrique. Ein Barrique hat meistens 225 Liter Inhalt und bevor das Fass zusammengebaut wird, wird das getoastet. Das heisst, wir sehen das schön, im Inneren vom Holzfass wird das Feuer gemacht und dann wird das Holz leicht angetoastet. Wir reden von drei verschiedenen Arten von Toastung. Eine schwache Toastung, eine mittlere Toastung und eine starke Toastung. Bei einer schwachen Toastung, die dauert rund 15 Minuten, da hält man vor allem die Würzigkeit hervor. Bei der mittleren Toastung, die rund 30 Minuten dauert, ist vor allem dann mehr so das Vanille oder auch Karamell, wo hier zum Vorschein kommt. Und bei einer starken Toastung, da redet man dann schon von 45 Minuten. Da ist dann eher die Rauchigkeit, aber auch so ein bisschen, Sie müssen sich vorstellen, ein Speck, der im Rauchkammer war und die kommt raus, so richtig das Rauchige, Speckige. Oder auch Kaffee-Aromatik kommt sehr schön zur Geltung bei einer starken Toastung. Also das heisst, wenn wir einen Wein in ein Barrique tun, kommt er nicht gleich raus, wie man ihn hier hat. Und das ist eigentlich der Sinn von dieser ganzen Geschichte, von dem Aufwand, den man hier betreibt. Und da gibt es verschiedene Traubensorten, die sich mehr oder weniger eignen. Wir tun heute Weisswein ins Barrique. Da gibt es eine Traubensorte, das ist Chardonnay, die sich sehr, sehr gut eignet dazu. Oder auch Chenin Blanc. Dann Rosé, eigentlich nicht. Und bei der Rotwein ist es der Pinot Noir. Das ist eine filigrante Traubensorte. Da muss man aufpassen, dass man nicht ein Barrique nimmt, das eine starke Toastung hat. Weil das Ziel ist ja, es soll eine Harmonie geben zwischen Wein und Toastung. Und wenn man nachher den Wein in einen Stachtoastungsfass sieht, überdeckt die ganze Aromatik eigentlich die Typizität der Traube Pinot Noir. Das heisst, eine feine Traubensorte wie Pinot oder Gamay, dort mit einem Fass ziehen, das eher ein bisschen weniger getoastet ist. Und eine kräftige Traubensorte wie Cabernet Sauvignon oder Malbec oder Tannat, das mag auch eine kräftige Toastung verträgen. So tut man eigentlich das Abstimmen. Und schlussendlich ist es die Aufgabe vom Önolog. Er entscheidet, welche Traubensorte in welche Art von Barrique schlussendlich ausgebaut wird. Das Toasten ist ein sehr aufwendiger Prozess. Es braucht Fachleute, es braucht Holz und da redet man vorwiegend von Eichenholz. Eichenholz hat die Fähigkeit, dass sie sehr viele Aromen aufnimmt. Da unterscheiden wir auch von verschiedenen Arten von Eichen. Es gibt die amerikanische Weisseiche, die ist ein bisschen engbohriger. Die kann man beim Produktionsprozess sägen. Das heisst, man hat weniger Abfall und die Produktionskosten werden durch das günstiger. Bei der europäischen Steineiche, die ist nicht so engmaschig. Die muss man spalten. Das ist aufwendig und durch das kostet es auch mehr. Je nach Herkunft kostet ein Barrique-Fass 700 bis 1000 Franken. Man braucht es zwischen 1 bis 5 Mal. Nachher ist das Holz ausgelaugt und gibt keine spezielle Aromatik mehr ab. Dann macht es keinen Sinn mehr, dass man den Wein in diesem Fass ausbaut. Generell gilt, durch die höheren Produktionskosten dürfen Wein, die im Barrique ausgebaut ist, auch etwas teurer sein.